Entsorgung eines historischen Irrtums. 30 Jahre nach dem Mauerbau wird die ehemalige Staatsgrenze der DDR mit technischem Know-how aus dem Westen fachgerecht zerbröselt. 22 Sekunden dauert der Weg eines L-Quaders des Grenzmauertyps 75 durch den Schlagwalzenbrecher Modell Klöckner Bekurit. Antifaschistische Schutzwall danach. Hütüberwachtes Baugranulat, Materialkörnung 150. Das ist hier das Endprodukt der Berliner Mauer. Das ist das Granulat 0 bis 32, also ein hütüberwachtes Material, das wir hier jetzt verkaufen. Für den Straßenbau oder auch für den Golfplatz. Also jedes Mal verwendbar als Tragschicht, als Unterbautragschicht für den Straßen. Recycling eines Monsters. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das nunmehr flachgelegte und zerbröselte Bauwerk schützte 28 Jahre lang nicht nur ein bröckeliges sozialistisches System. Es sicherte auch die Reichen im Westen vor dem Ansturm der Armen aus dem Osten. Seit Mauer und eiserner Vorhang Europa nicht mehr trennen, geht es den von der Nachkriegsgeschichte verwöhnten Bundesdeutschen an die Brieftasche und das zuweilen durchaus buchstäblich. Plötzlich muss man feststellen, dass die dritte Welt gleich vor der Haustür beginnt und heftig an dieselbe klopft, wenn überhaupt. Die gesamteuropäische Wende veränderte die ehemals so nette kleine heile Bundesrepublik grundlegend. Statt Modell Schweden oder Schweiz eher Modell USA. Einwanderungsland, Fluchtpunkt für die Armen von nebenan. Das für die USA Mexiko ist für die neue Bundesrepublik der Osten und Südosten. Die Oder und die Neiße sind der Rio Grande. Die Armen aus dem Osten versuchen, sich ein kleines Stück vom großen Kuchen im Westen zu schnappen, während die Reichen aus dem Westen sich im Osten ein großes Stück vom kleinen Kuchen sichern. Dazu heute drei Reportagen. Zunächst sommerliche Bilder aus drei Großstädten. Der Müll, die Stadt und die Kriminalität. Rap in Hannover, die Sprache der schwarzen amerikanischen Ghettos als Ausdruck des Lebensgefühls. Schnell, cool und aggressiv. Jeder Trend hat sein Outfit. Zurzeit sind es bei den Jugendlichen teure Baseballjacken, Mützen und Schuhe. Am besten, wenn sie geklaut sind. Und das hört sich harmloser an.